Ja, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, ist es heute, ja, bleh. Ist es heute bla. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, gibt es heute nichts für euch. Hallo Tierfreunde und willkommen zu diesem Kochvideo. Wobei es diesmal irgendwie eher ein Bastelvideo ist, denn ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, gibt es heute nicht direkt etwas für euch zum Essen, sondern eher für unsere fliegenden Freunde außerhalb, die im Winter ja nicht so einfach an Futter kommen. Es sei denn natürlich, man hängt diese Meisenknödel auf, die es ja überall zu kaufen gibt und die leider, zumindest soweit ich bisher gefunden habe, immer mit Schweineschmalz sind. Ja, die kann man auch ganz einfach selber machen, und zwar ohne Schweineschmalz. Und natürlich wäre es die einfachste Variante, sich einfach ein Vogelhäuschen oder eine Schale hinzustellen, ein paar Körner reinzukippen. Allerdings, ja, das mit den Meisenknödeln finde ich zumindest ist irgendwie doch eine schönere Variante. Und außerdem kann man sich die einfach vors Fenster oder halt in einen Baum vors Fenster hängen und dann die Vögel schön beim Picken beobachten. Ja, ich habe jetzt hier 5 Zutaten, die sich als Futter eignen, und ihr könnt ja da im Grunde wirklich alles andere nehmen, was sich halt auch irgendwie als Nahrung eignet. Also eigentlich alle Nüsse, Samen, Körner, ja, was euch so einfällt. Wichtig ist halt nur, dass es nichts Gesalzenes sein darf. Nichts Verdorbenes sowieso, und zum Beispiel auch Brotreste sind für Vögel eigentlich nicht so gut geeignet. Ja, wie gesagt, das Rezept ist wirklich super einfach, also legen wir los. So, am besten könnt ihr alle eure Zutaten erstmal in eine Schüssel, am besten eine Metall- oder Glasschüssel geben. Insgesamt braucht ihr 150 Gramm an Futter. Ich habe hier 40 Gramm Erdnüsse, 40 Gramm Dinkelkleie, da gibt es auch Weizenkleie zum Beispiel, 20 Gramm Sonnenblumenkerne, 20 Gramm Leinsaat und 30 Gramm Haferflocken. Ja, ich habe die Mengen jetzt ziemlich genau abgemessen. Das ist allerdings nicht unbedingt nötig, denn ihr seht auch irgendwie nachher an der Konsistenz, ob ihr noch was dazugeben müsst oder nicht. Und auch je nachdem, wie ihr gerne die Konsistenz eurer Knödel haben möchtet, denn ihr könnt es auch ganz einfach etwas bröckliger machen. Dann ist natürlich auch die Gefahr, dass die Knödel einfach vom Seil rutschen, wenn die Hälfte weggepickt wurde. Auf der anderen Seite könnt ihr auch wiederum einen Kuchen machen, also die nicht an einem Faden aufhängen, sondern das so machen, dass ihr das ganz einfach hinstellt und die Vögel dann sozusagen daraus picken. Dann muss die Konsistenz auch nicht wirklich super fest sein. Ja, die trockenen Zutaten können wir erstmal ein bisschen vermischen. Dann habe ich hier 150 Gramm Kokosfett geschmolzen. Und achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr das Kokosfett nur schmelzt und nicht richtig heiß werden lasst und aufkocht. Denn ja, erstmal ist es überhaupt nicht nötig, und zweitens müsst ihr das einfach auch dann viel länger abkühlen lassen. Ja, was auch irgendwie unnötig ist. Also meistens mache ich das so, dass ich echt die 150 Gramm Kokosfett in den Topf gebe, den Herd anschalte, und sobald das anfängt zu schmelzen und anfängt sich zu verteilen, mache ich den Herd aus, lasse den Topf darauf stehen. Und wenn noch ein kleines bisschen übrig ist, dann nehme ich ganz einfach den Topf vom Herd und der Rest schmilzt dann auch noch von alleine. Dann seid ihr auf jeden Fall sicher, dass das Kokosfett nicht zu heiß geworden ist. Also wenn ihr mit dem Finger reinfassen könnt, ohne dass es sonderlich warm ist, beziehungsweise ohne dass ihr euch verbrennt, dann ist es auf jeden Fall richtig. Dann könnt ihr das Fett ganz einfach zu euren Körnern dazugießen und schön unterrühren. Dann braucht ihr einfach solche kleinen Stöckchen, da könnt ihr auch Zahnstocher nehmen. Da würde ich allerdings vielleicht die Spitzen abschneiden, damit sich die Vögel daran nicht verletzen. Außerdem braucht ihr natürlich noch etwas Band. Das Band könnt ihr nehmen, an den beiden Enden zusammenlegen und dann einfach immer um so ein kleines Stückchen rumwickeln und festknoten. Ja, dann sollte das Ganze so aussehen. Und dieses Stückchen hilft ganz einfach dabei, dass der Knödel nicht so leicht wieder von der Schnur rutscht. Dann könnt ihr einen Löffel eurer Masse in so eine Silikonform geben. Die Schnur mit dem Stöckchen darauf legen. Und einen weiteren Löffel dazugeben. Dann mit dem Löffel noch ein bisschen das Ganze festdrücken. Ja, jetzt muss das Ganze nur noch erkalten und schon habt ihr euren ersten Meisenknödel. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, was dann ein bisschen eher wie die gekauften Meisenknödel aussieht. Dafür müsst ihr einfach eure Masse noch ein kleines bisschen mehr abkühlen lassen.
macht dann auch so ein Stöckchen an einer Schnur fertig und formt mit den Händen sozusagen einen Ball um dieses Stöckchen herum. Funktioniert auch. Ich finde die Variante ja ganz einfach einfacher, vor allem weil ihr nicht unbedingt die richtige Temperatur abwarten müsst, also die richtige Konsistenz abwarten müsst von eurer Masse. So, wenn ihr das jetzt fertig gemacht habt, dann könnt ihr die ganz einfach jetzt in euren Kühlschrank stellen und nach ein paar Stunden sollten die eigentlich schon so fest sein, dass ihr die aus den Formen ganz einfach rausdrücken könnt und aufhängen könnt. Ja, und so kann das Ganze nachher aussehen, wenn das Ganze ein paar Stunden abgekühlt ist. Und ich finde zumindest mit der Silikonform jetzt, sieht es sogar noch ein bisschen hübscher aus als die normalen Meisenknödel. Ja, die könnt ihr jetzt ganz einfach vor euer Fenster hängen. Da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Also die einfachste wäre wirklich, das einfach oben übers Fenster zu hängen, wenn man das kurz aufmacht und dann das irgendwie befestigt. Der Nachteil ist, dass dann auch das Fenster wahrscheinlich im Frühjahr erstmal geputzt werden muss. Aber ist auf jeden Fall die einfachste Variante. Habe ich auf jeden Fall auch schon öfter gesehen irgendwo. Und dann, ansonsten sind eurer Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch irgendwelche Gestelle an euer Fenster bauen. Ich habe jetzt hier bei meinem Fenster einfach an meine Halterung, wo vorher ein Blumenkasten draußen gestanden hat, habe ich einfach zwei Äste rangeschraubt und habe da die Meisenknödel rangehängt. Ja, wenn ihr zu Hause natürlich einen eigenen Garten habt vor eurem Haus, ist es natürlich am einfachsten. Da könnt ihr das ganz einfach an einem Baum hängen. Das wäre wirklich die einfachste Variante von allen. Und für die von euch, die natürlich in einer Wohnung wohnen, ja, müsst ihr euch je nachdem, was ihr so zur Verfügung habt, einfach ein bisschen was ausdenken. Ja, bei mir haben die Vögel jetzt noch die Finger bzw. die Schnäbel von den Meisenknödeln gelassen. Das liegt ja aber wahrscheinlich auch daran, dass sie draußen einfach noch Futter finden. Denn ja, es liegt bei mir zumindest, also jetzt, wo ich das Video gerade drehe, noch kein Schnee draußen. Das heißt, sie finden auch einfach noch genug andere Sachen. Ja, ich hoffe mal, dass in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal etwas Schnee fallen wird und dass die Vögelchen sich dann auch mal auf die selbstgemachten Meisenknödel stürzen werden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss! Ja, die kann man auch ganz einfach selber machen, ohne Schmalz. Ja. Natürlich wäre es die einfachste Variante, sich einfach ein Vogelhäuschen oder eine Schale Hüll aufs Fensterbrett zu stellen.